halt dir das Schloss Senden näher zu bringen, indem ich es aus verschiedenen Perspektiven fotografiere und habe auch mein großes Teleobjektiv dabei, mit dem ich ein bisschen versuche, hier die Vögel abzulichten. Das Ganze verpacke ich in einem schönen Fotowalk, erzähle so ein bisschen was und ich hoffe, dir gefällt das Video. Ich will gar nicht weiter lang schnacken, was das Intro hier angeht, sondern nehme euch einfach direkt mit. So, ich habe jetzt mein erstes Motiv gefunden. Ich versuche das Schloss Senden von dieser Perspektive hier aufzunehmen und benutze dafür den Baum hier so ein bisschen als Vordergrund, quasi als Störer. Versuche schön tief zu gehen, um einfach eine bessere Perspektive zu bekommen und den Boden mit reinzunehmen und versuche den Vordergrund schön weich zu machen, schön unscharf und das Schloss scharf. So, hier ist jetzt mein Ziel, das Schloss ganz drauf zu bekommen und den Zuweg quasi als führende Linie zum Schloss zu benutzen. Und ich probiere mich hier mal jetzt ein bisschen aus, das Schloss zentral in die Mitte zu setzen des Bildes oder aber ein bisschen weiter rechts oder weiter links. Die Bilder, die ihr jetzt seht, das sind ist die Perspektive von unten mit dem Weg. Und ich versuche hier jetzt diesen Strauß mal mit drauf zu nehmen. Und ich weiß nicht, was das ist, die Weide hier, glaube ich. Und versuche so eine schöne Perspektive noch hinzubekommen. Mit dabei die Sony A7 IV, wie immer. Meine einzige Kamera. Und das Sony 1635. 2.8 der ersten Generation und damit bin ich wirklich mega zufrieden. Habe ich im letzten Video erzählt, dass ich es mir vor gut 2 Wochen gebraucht gekauft habe, aber kann ich wirklich empfehlen, das Teil. Ja, das mit dem Busch hat nicht so ganz hingehauen, da habe ich keine schöne Perspektive gefunden. Ich habe jetzt hier eine Spiegelung in der Gracht um das Schloss herum. Und versuche so jetzt quasi ein Foto mit der Spiegelung aufzunehmen. So, ich habe jetzt noch
keine Ahnung, wie sie das schimpft, das Grüne hier mit in den Vordergrund genommen und habe versucht, so den Blick in Richtung des Schlosses und der Brücke zu lenken. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr selbst beurteilen. Das hier wird mein nächstes Motiv werden. Ich versuche mit diesem Busch hier rechts zu arbeiten und mit dem Baumstamm, der sich hier vorne befindet, und mit der Spiegelung in der Gracht, und versuche hier jetzt einfach irgendwie ein interessantes Motiv einzufangen. Ja, was erschwerend für mich wieder hinzukommt, ist der Umstand, dass ich wieder mal nur graue Suppe am Himmel habe. Es hat vor einer guten halben Stunde bis Stunde hat es geregnet. Wir hatten heute einen schönen Sonnenaufgang. Da bin ich aber noch nicht losgezogen, sondern erst jetzt zur Vormittagszeit. Und ihr seht es selber, es ist einfach alles nur grau. Dementsprechend habe ich kein Licht- und kein Schattenspiel. Ich habe kein warmes Licht. Und das ist so ein bisschen erschwerend, aber ich lasse mich nicht entmutigen. Bin froh, dass ich trotzdem losgegangen bin und weiter geht's. Das hier ist jetzt aktuell die interessanteste Perspektive, weil das Schloss gut drauf ist. Und ich habe hier vorne einen umgestürzten Baum, der zum Schloss ragt. Den versuche ich jetzt als führende Linie mit einzubauen. Und versuche hier einen schönen Moody Shot hinzubekommen. Hier ist jetzt eine ganz schöne Perspektive, dass diese beiden alten Holzpfähle quasi auch das Schloss einrahmen. Und an diesem Holzpfahl hier unten befindet sich ein Pilz, und da versuche ich jetzt mal runter zu gehen, in der Hoffnung, dass ich nicht ins Wasser falle und auch von hier ein schönes Foto machen zu können. So, hier hinter mir ist jetzt, glaube ich, das letzte Motiv, was ich von dem Schloss Senden fotografieren werde. Ich versuche mich hier auf die Brücke zu konzentrieren, aber auch, dass das gesamte Schloss mit drauf ist. Ab hier wieder ein paar Baumstämme und auf der anderen Seite links von mir noch die Weide. So hoffe ich, dass es eine ist, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Und 1635 Sony A74, let's go. Yeah.
die Erkenntnis, die ich heute bekommen habe, ist, dass der Sucher, also wenn ihr durch die Kamera guckt, genauer vom Bildaufbau ist als das Kameradisplay. Ich meine, das Kameradisplay ist bei der Sony eh nicht das Beste, aber auf diesem Kameradisplay würde ich jetzt so sagen, dass die Brücke nicht mit drauf ist und das Ende vom Schluss, wenn ich durch den Sucher aber schaue, sehe ich, dass beides drauf ist. Also wenn ihr ebenfalls mal das Problem habt, dass es so ist, dass ihr in dem Display erkennt, oh, das könnte nicht drauf sein, schaut durch den Sucher, der ist noch ein bisschen genauer und da habt ihr einfach noch ein bisschen Puffer, sag ich mal, nach rechts und nach links. Den nächsten Tipp, den ich euch geben kann, ist, versucht nicht immer nur aus dem Stand zu fotografieren, quasi so, wie ihr es seht, sondern ihr habt es vorhin gesehen, haltet die Kamera ein bisschen höher oder geht ganz tief auf den Boden. Das bringt nochmal eine viel interessantere Perspektive und das Foto wirkt einfach nochmal ein bisschen anders, weil der normale Betrachter, wie ihr jetzt das Video sehen, sei es Fotografen, die ein bisschen mehr Fähigkeiten und Wissen haben oder aber einfach nur Leute, die sich für das Schloss interessieren, die sehen diese Perspektiven nicht, weil sie halt einfach immer nur spazieren gehen. Also macht euch die Mühe, stellt euch irgendwo hin, geht ein bisschen in die Hocke, kniet euch vielleicht irgendwo hin und genau, ist auch so ein weiteres Stilmittel in der Fotografie, um Bilder interessant gestalten zu können. Wie vlogge ich heute? Ich meine, das interessiert euch ja auch immer. Sonst habe ich es immer mit meinem iPhone gemacht. Heute mache ich es mal mit der DJI Osmo Action 3. Hab das DJI Mic hier so richtig amateurhaft an einem Kabel dran, weil ich den kleinen Adapter nicht dabei habe. Stört mich jetzt aber nicht weiter, das hält bombenfest. Und habe einen Gorilla-Pod mit einem kleinen Ulanzi Handystativ. Und genau, das ist mein Setup zum Vloggen. Ich bin jetzt gerade dabei, das Video zu schneiden hier hinter mir und das Video, was ihr gerade seht, und mir ist einfach aufgefallen, dass ich gar kein Outro gedreht habe. Also jetzt nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, schaltet vielleicht sogar die Glocke ein, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dahin, ciao, ciao.